Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir, wo ich mal wieder zwei 90er Jahre Hefte der Cyberforce mit dabei habe, was an der Stelle die Hefte 16 und 17 sind. Allerdings gibt es zu den Heften gar nicht mal so viel zu sagen. Da ich aber gerade komplett in meinen Top-Po 90er Jahre Image-Hype drin bin, dachte ich mir auf der Vollständigkeit halber, nehme ich die mit in dieses Video rein. Der Hauptaufhänger für dieses Video ist allerdings das Werk hier. Druna Eterna aus dem Schreiber- und Leserverlag, die das Ding wiederum unter der Edition Erotik veröffentlicht haben. Und hinten drauf steht auch ganz dick, nur für Erwachsene, und das kann ich definitiv so unterschreiben. Ich habe ja im Vorfeld noch nie einen Erotik-Comic gelesen, in dem solche expliziten Sexszenen drin vorkommen, wie das hier der Fall ist. Und als das Ding dann zu Hause angekommen ist und ich es aufgeschlagen habe, war ich auch erstmal sprachlos, weil so explizite Darstellungen von Sex in einem Comic habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und ich muss sagen, die Sexszenen sind auf der einen Seite wunderschön gezeichnet und unglaublich explizit, weswegen, wenn man sich das anguckt, man erstmal kurz Luft holen muss und sich denkt, okay, sowas gibt's auch als Comic. Und ich fand's interessant, sowas mal in Comicform zu sehen. Und da oben drauf war die Geschichte auch noch richtig gut. Also es war ein richtiges Brett. Richtiger, guter Science-Fiction-Comic, der richtig detaillierte Sexszenen dabei hat. Obendrauf allerdings noch ein richtig krasses Manko für mich, was für mich den Erotik-Comic dann wieder ein Stück weit kaputt macht. Und zwar sind das zwei Vergewaltigungsszenen, die zwar für die Geschichte wahrscheinlich notwendig sind, um zu zeigen, wie die Lage der Figuren ist und wie verbittert diese ganze Welt ist, in der diese ganze Sarah drin spielt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das aus dem Erotik-Comic dann wieder komplett rausgerissen, weil solche Szenen bei mir komplett Bauchschmerzen verursachen. Aber ich gehe davon aus, dass die gute Dame, die auf dem Cover blicken können, halt so die Rebellionsfigur dieser Welt wird, und deswegen ist das wahrscheinlich halt ihr Werdegang, der halt dafür gesorgt hat, dass sie halt die Figur wird, die sie später halt innerhalb dieser Sarah wird, weil diese Sarah wiederum zeigt eine dystopische Zukunft, wo ein Virus ausgebrochen ist, was die Menschheit zweigespalten hat, weil dieses Virus wiederum sorgt für Mutationen, weswegen, wenn man das in sich trägt und das ganze Ding ausbricht, das Ganze definitiv für einen selber tödlich wird oder man verwandelt sich halt in ein riesiges, schreckliches Monster. Und das wiederum hat dafür gesorgt, dass halt die Regierung mittlerweile von der Kirche geleitet wird, weil die Kirche davon ausgeht, dass das halt Gottes Strafe ist. Und die Leute, die halt im Namen der Kirche arbeiten, die Soldaten, die bewaffnet sind, nutzen halt ihre Macht komplett aus. Und so kommt es halt direkt am Anfang dazu, dass die gute Druna, als die Wohnung durchsucht wird, direkt mal von den Wachen vergewaltigt wird, weil sie halt ihre Machtposition halt übertrieben krass am Ausnutzen sind. Und das war halt direkt der erste Moment, wo mir der Comic Bauchschmerzen verursacht hat. Und darauf wiederum, ein paar Seiten später, folgt dann eine Sexszene mit ihrem Freund zusammen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich, glaube ich, noch nie eine so gute, detaillierte und nicht schmutzig wirkende Darstellung von Sex in einem Comic gesehen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Comic in der Hand gehalten habe, wo so explizit Sexszenen gezeigt wurden, wie das hier der Fall ist. Und ich glaube, wenn ich die Sexszenen zusammenfassen müsste, in einen Satz würde ich sagen, es sind die schönst gezeichneten Sexszenen, die ich jemals gesehen habe. Wenn ich das gerade ebenso auch schon gesagt haben sollte. Auf jeden Fall habe ich das in einem der ersten Versuche für dieses Video gesagt. Und ich muss sagen, ich finde den Aufhänger der Geschichte super interessant mit dieser Gesellschaft, die so komplett gespalten ist in Leute, die zu Mutanten werden und Leute, die halt die Möglichkeit haben, ein anderes Leben zu führen, allerdings dafür die anderen Leute hinter sich lassen müssen, weil man wird regelmäßig getestet, und wenn dann herauskommt, dass man das Virus nicht in sich trägt, dann wird man in anderen Abteil der Stadt begleitet, kann aber die Leute, die nicht dort leben, nie wieder sehen. Und als dann der Freund von Ruten Duna getestet wird und herauskommt, dass er das Virus nicht in sich trägt, entscheidet er sich, die Stadt zu verlassen und nicht mehr auf das zu hören, was die Priester ihn predigen, weil er das Gefühl hat, dass es hinter den Zaun vielleicht doch etwas Besseres geben könnte als die Verhältnisse, in denen dort die ganze Bevölkerung leben muss und wo jeder unterjocht wird, wo keiner die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten, und wo die Leute in der Armut leben müssen und mit der Willkür der Soldaten umgehen müssen, wie halt auch seine Freundin. Und ab da fängt dann halt so ein Roadtrip an, wo die beiden auf der Flucht sind und halt auf Leute treffen, wo sie nicht wissen, ob sie dem vertrauen können, und da oben drauf dann halt noch jede Menge Sexszenen, wobei jede Menge auch übertrieben ist, aber wir sagen mal an der Stelle einfach einige Sexszenen, die halt auch wunderschön gezeichnet wurden. Und
Wie gesagt, ich hatte meine Bauchschmerzmomente mit dem Band, wo halt die Vergewaltigungsszenen stattgefunden haben, die allerdings wahrscheinlich für Spacing notwendig gewesen sind, um zu zeigen, was von der Welt die ganze Geschichte spielt, was da alles falsch läuft. Und das Ding ist halt auch gesellschaftskritisch bis zur letzten Seite. Und das ist schon krass. Erstmal zum einen ist es ein Prequel zu einer Geschichte, die in den 80er Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde. Und zum anderen zeigt sie ja, dass da noch jede Menge Erzählpotenzial drin ist, weil ansonsten hätte man das Prequel an der Stelle gar nicht schreiben können. Und ich bleibe an der Serie definitiv dran. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und bin gespannt, was da noch für Story-Wendungen mit sich kommen, weil es kommen auch innerhalb dieses Bandes ein, zwei Wendungen und es wird ein bisschen Licht in die Sache geworfen, was es damit auf sich hat. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Serie, die mir echt gut gefallen hat. Allerdings muss ich an der Stelle nochmal sagen, hatte ich auch meine Bauchschmerzmomente mit dem Comic gehabt. Und danach wiederum habe ich mich dann auf Cyberforce Heft Nummer 16 und 17 gestürzt und es bleibt actionlastig. Man merkt aber an, dass der gute Eric Silvestri, der Bruder von Mark Silvestri, mittlerweile ein bisschen warmgeschriebener mit der ganzen Truppe ist. Und ich bin ja parallel auch mit dem guten Z-Man über die Serie am Schreiben, den ich so ein bisschen angefixt hatte. Und der meinte, dass ab hier die ganze Sache komplett bergauf geht und dass auf einmal ein richtig roter Faden in der Serie zu sehen ist. Obendrauf kommt noch der Faktor, dass kurz hier nach der gute David Finch als Zeichner die Kontrolle über die Serie übernimmt und da obendrauf noch der Faktor, dass die gute Cyblade so langsam auf dem Weg ist, meine Lieblings-Superheldin aus dem ganzen Cyber-Force-Universum zu werden. Das war nämlich im Vorfeld auf jeden Fall Velocity gewesen, weil ich das Charakterdesign cool fand. Ich fand sie auch unglaublich sympathisch, aber es ist hier gerade eine Storyline am Laufen, wo es darum geht, dass Cyblade unter anderem mit ein paar anderen Leuten in die Vergangenheit gerissen wurde und dort wiederum jetzt die Rolle von Jeanne d'Arc an sich nimmt. Fand ich unglaublich cool in Szene gesetzt und Cyberforce macht Spaß, ist weiterhin von Mark Silvestri unglaublich gut geschrieben, ist bis jetzt allerdings, ich sag's nochmal, sehr, sehr actionlastig und ich bin gespannt, wann der Zeitpunkt kommt, dass so komplett die Kurve bekommen wird, was halt das Storytelling angeht und obendrauf bin ich auch gespannt, wie gut der gute David Finch an der Cyberforce funktioniert und damit sind wir durch für heute. Ballert mir unbedingt mal in die Kommentare rein, ob ihr das Druna-Ding aus der Edition Erotik bei Schreiber und Leser gelesen habt und was eure Erlebnisse mit der Cyberforce gewesen sind und was da vielleicht euer liebster Autor und liebster Zeichner gewesen ist. Ansonsten würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr Daumen nach oben und Abo da lassen würdet, auf Instagram vorbeischaut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein!